Eine Spezialeinheit von Soldaten, mitten in den Wirren des Vietnamkrieges. Sie sollen einen feindlichen Stützpunkt zerstören. Doch was ihnen schlussendlich begegnete, sollte sehr viel traumatischer sein als die Grausamkeiten der grünen Hölle. Seltsame Wesen, die wahrlich Unvorstellbares taten. So schockierend, dass es die, die überlebten, ihr Leben lang verfolgen sollte. Und damit hallo meine Lieben zu einem wirklich seltsamen, aber auch grausamen Bericht zwischen der Begegnung einer Spezialeinheit der US-Armee und einer Spezies, die euch recht bekannt sein dürfte. Und das, was sie taten, ist wirklich, naja, sagen wir es mal so, es ist nichts für zarte Gemüter. Wir schauen uns heute diesen zwar etwas älteren, aber dennoch hochinteressanten Fall sehr genau an, wie den Männern versucht worden ist, ihre Erinnerungen daran zu nehmen. Und natürlich, was denn diese Wesen überhaupt taten, dass die gestandenen Soldaten so sehr schockiert hat. Wie immer direkt nach dem Intro. Von 1955 bis 1975 tobte ein grausamer, nicht zu gewinnender Krieg. Im Jahr 1954 war Vietnam von der Kolonialmacht Frankreich unabhängig geworden. Kurz danach spaltete sich das Land auf in Nordvietnam und Südvietnam. Es kam zu einem Krieg zwischen den beiden Parteien. Doch dieser war nicht nur ein Krieg Vietnams. Vielmehr waren es die Stellvertreter der damaligen Supermächte. Die USA unterstützte Südvietnam, Russland und China das kommunistische Nordvietnam. Ein sogenannter Stellvertreterkrieg mitten im Kalten Krieg. Ein schier endloser Kampf, aus dem keiner als Sieger hervorgehen sollte. Die USA zog über 2 Millionen junge Männer ein, schickte sie in die grüne Hölle Südostasiens. Millionen unschuldiger Zivilisten verloren ihr Leben. Soldaten, die den grausamen Konflikt überlebten, kehrten mit körperlichen und seelischen Narben zurück. Es brauchte lange, bis die jungen und unerfahrenen Militärs, ob vietnamesische oder amerikanische, von ihren Erfahrungen berichten konnten, von den für sie unerwarteten Grausamkeiten eines unerbittlichen Krieges. Eines dieser Berichte hebt sich von allen anderen ab. Dieser erzählt uns nicht etwa von dem Kampf zwischen den Mächten, ausgetragen im subtropischen Klima Vietnams, sondern von einer Begegnung während einer Routinemission. Etwas, das die beteiligten Soldaten für den Rest ihres Lebens verfolgen sollte. Seltsame humanoide Wesen, die die toten Körper der Gefallenen einsammelten, sie in ihr Raumschiff ablegten und mit ihnen davonflogen. Es ist tatsächlich einer der grausamsten Berichte innerhalb der Ufologie. Nicht nur übereinstimmende Zeugenberichte und eine detaillierte Beschreibung dieser Wesen, sondern die Verbindung zu den sogenannten FIFA-Stümmelungen. Ich habe euch ja schon einmal von der sogenannten Erntezeit der Aliens berichtet. Aussagen von Farmern, die immer wieder mit seltsamen Funden ihres Viehs zu kämpfen haben. Präzise Entnahmen der Organe und das völlige Fehlen von Blut. Und die Verbindung zu diesem Film ist hier recht offensichtlich, aber schaut einmal selbst. Während des andauernden Vietnamkrieges wurden 1972 US-Soldaten nach Thong Li Sap in Kambodscha geschickt. Dort sollten sie einen vietnamesischen Stützpunkt in Nordvietnam zerstören. Ein Team, bestehend aus hochqualifizierten US-Truppen, schlug dort über Nacht sein Lager auf. Sie planten, den Angriff am frühen Morgen durchzuführen. Als die Soldaten bei Sonnenaufgang immer weiter auf das feindliche Lager zugingen, erlebten sie etwas, das sie ihr Leben lang mit sich tragen würden. Das Team bemerkte im Dschungel ein großes, kugelförmiges UFO, eine seltsame silberne Sphäre, rund 15 Meter in ihrem Durchmesser groß. Aus ihr ragten so etwas wie 3 Beine, auch wenn diese Beschreibung nicht ganz so passt. Es war etwas, das die Männer nie zuvor gesehen hatten. Plötzlich begann dieses Ding, was immer es auch war, ein summendes Geräusch zu machen. Nicht ohne Nachwirkungen. Den Soldaten wurde sofort übel, Schwindel setzte bei ihnen ein, eine völlige Orientierungslosigkeit.
Der leitende Kommandant der Truppe musste sofort handeln. Er ordnete den Rückzug an. Seine Männer sollten sich von der silbernen Kugel langsam aber stetig entfernen, so gut es eben ging. Doch dann erblicken sie das, was ihnen jahrelang Albträume bescheren sollte. Aus dem Nichts taucht eine Gruppe seltsam aussehender, menschenähnlicher Kreaturen auf. Eine Spezies, die wir heute nur allzu gut kennen. Doch dazu später mehr. Doch es war bei weitem nicht der Anblick dieser Wesen, der den Männern solche Angst bereitete. Es war das, was sie taten. Die Zeugen werden später berichten, dass diese Kreaturen viele verschiedene menschliche Überreste einsammelten. Gefallene des Krieges, US-Soldaten und vietnamesische Armeeangehörige. Das, was von ihnen übrig geblieben war. Sie legten alles in große Behälter ab, transportierten diese dann in ihre silberne Sphäre. Die Männer machte es wütend, dies mit ansehen zu müssen. Der Kommandant befahl, dies mit allen Mitteln zu unterbinden, gab einen Schießbefehl ab. Diese Störung der Totenruhe müsse sofort beendet werden. Zeitgleich setzte er einen Funkspruch ab. Wer ihn höre, solle zu Hilfe eilen. Die Männer beginnen zu schießen. Eine der Kugeln habe eines der Wesen getroffen. In den Kopf. Er sei sofort zu Boden gesunken. Daraufhin reagierten dann auch die anderen Angehörigen seiner Spezies. Eine Vergeltungsmaßnahme, wie sie später beschrieben wird. Auf die Männer wurde eine unbekannte Waffe gerichtet, die schließlich zum Tod mehrerer Soldaten geführt habe. Einige andere seien schwer verletzt worden. Diejenigen, die überlebten, konnten nur noch mit ansehen, wie die silberne Sphäre in den Himmel heraufschoss. Kurz darauf seien Männer des CIAs eingetroffen. Zumindest habe man dies angenommen, dass es Agenten dieser Bundesbehörde seien. Einer der Überlebenden erinnert sich später, dass ihm und den restlichen Männern Medikamente verabreicht worden waren. Diese sollten anscheinend das Erlebte vergessen machen. Doch welche Substanz man auch immer den jungen Soldaten gab, sie schien nicht lange anzuhalten. Nur einige Minuten später kehrten ihre Erinnerungen wieder zurück. Es ist schon wirklich grausam und es ist natürlich nachvollziehbar, warum der Kommandant den Schießbefehl gab. Allerdings wissen wir auch nichts über die Intention dieser Wesen, warum sie denn die Gefallenen eingesammelt haben. Ob für medizinische Untersuchungen oder dann doch für etwas ganz anderes. Und die Störung der Totenruhe ist ja jetzt auch eine recht menschliche Sicht darauf. Damit endet dieser Bericht aber noch nicht, denn wir bekommen da noch ein paar mehr Informationen über diesen, ja, sehr grausamen Fall und eine präzise Beschreibung derer, auf die die Soldaten gestoßen sein wollen. Aber schaut wie immer selbst. 1980. Zwei der beteiligten Soldaten kämpfen seit nunmehr 8 Jahren mit ihren Erinnerungen, werden Nacht für Nacht von Albträumen geplagt. Einer der Männer beschließt, Kontakt zu seinen ehemaligen Kameraden aufzunehmen. Es gelingt ihm, ihre Aufenthaltsorte ausfindig zu machen. 2 der Mitglieder waren bereits verstorben. 3 konnten nicht gefunden werden. Die verbleibenden Veteranen treffen sich. Sie kamen zu dem Schluss, dass ihre Geschichte der Öffentlichkeit zugänglich gemacht werden sollte. Sie wandten sich daraufhin an den UFO-Forscher und MUFON-Wissenschaftler Leonard H. Stringfield. Nach langen Gesprächen und Recherchen stimmte er zu, die Geschichte der Soldaten in seinem neuesten Buch zu veröffentlichen, UFO Crash Retrievals – The Inner Sanctum Status Report No. 6. In diesem wird auch eine präzise Beschreibung derer gegeben, die die Gefallenen eingesammelt haben sollen. Die Überlebenden berichten, wie die ominösen Agenten die niedergeschossene Kreatur auf eine Trage legten, sie anscheinend irgendwohin mitnehmen wollten. Von so nahem und ohne dabei mitten in einem Gefecht zu sein, sei dieses Wesen sehr gut erkennbar gewesen. Die Veteranen beschreiben es übereinstimmend als humanoide Gestalt mit einem großen haarlosen Kopf und tiefschwarzen mandelförmigen Augen, sehr dünn, mit langen Fingern versehen, rund 1,20 Meter groß.
Den Beschreibungen nach müsste es sich bei diesen Wesen, diesen Kreaturen, also um die Greys gehandelt haben. Und ja, das passt auch zu anderen Beschreibungen derer, die über die sogenannte Erntezeit der Aliens berichten. Natürlich müssen wir aber auch beachten, dass abertausende Vietnam-Veteranen mit einer posttraumatischen Belastungsstörung zurückgekehrt sind, mit einer PTBS. Die einen berichten von Dämonen, dunklen Gestalten und anderen horrorhaften Kreaturen. Schwierig zu unterscheiden, ob sie wirklich da waren oder ob die Psyche diese Grausamkeiten eines solchen Krieges nur irgendwie kompensiert hat. Den kompletten Bericht könnt ihr übrigens bei Amazon finden, zwar auf Englisch, dafür aber völlig kostenlos. Ich verlinke euch das mal in der Beschreibung. Schreibt mir mal in die Kommentare, was ihr denn von dieser, ja, sehr unheimlichen Begegnung haltet. Und wenn euch das heutige Video gefallen hat, dann lasst mir doch einen Daumen nach oben da. Ihr wisst ja, da freue ich mich wirklich immer sehr. Wir sehen uns dann beim nächsten Video wieder. Bis dahin, Augen auf und bis zum nächsten Video.